Auf der Intermod in Köln, gerade erst präsentiert und noch gar nicht richtig auf dem Markt, muss sich die brandneue C-Force 1000 von CF Moto bereits dem ersten ATV- und Quad-Test stellen. Und das sollte gleich ein Härtetest werden. Die Nebel des Grauens herrschten im Hells-Klamm-Gelände, die Wolken hingen auf rund 800 Meter Seehöhe, das ATV- und Quad-Team startete den V2-Zylinder. Und da gleich die erste Überraschung. Abgesehen von der CVT-Variomatik, die übrigens von einem kanadischen Hersteller stammt, ist das Triebwerk praktisch baugleich mit dem entsprechenden Motorradaggregat der österreichischen Sportbike-Schmiede KTM, die ihre Motoren bei CF produzieren lässt. Mit rund 80 PS steht der V2 jedenfalls recht ordentlich im Futter. Die Karosserie ist weitgehend baugleich mit jener der kleinen Schwester C-Force 850 und so sind uns viele praktische Details bereits bekannt. Allen voran die kommode Zwei-Personen-Sitzbank mit erhöhtem Thron und Rückenlehne für die Sozia, die praktische Staubox unter dem Heckgepäckträger, die Serviceklappe unter dem Frontgepäckträger, die Steckdosen mit einem PKW-Zigarettenanzünder und zwei USB-Anschlüssen sowie das abschließbare Schloss an der Schaltkulisse. Lediglich die Wünsche nach einem versperrbaren Tankdeckel und abschließbaren Heckgepäckfach hat der chinesische Hersteller in dem uns zur Verfügung stehenden Vorserienmodell noch nicht erfüllt. Vielleicht fließen diese Details ja in die Serie ein. Serienmäßig ist das Fahrwerk recht hart eingestellt, was gut ist für den Betrieb auf der Straße. Wer ins Gelände möchte, sollte die TFT-Stoßdämpfer deutlich weicher einstellen. Als nicht ideal für die Straße erweisen sich die Stack-Reifen von CST, die bei Geschwindigkeiten von mehr als 90 km/h doch recht deutliche Unwucht zeigen. Und solche Geschwindigkeiten sind bei der C-Force 1000 zumindest mit deutscher Loftzulassung durchaus relevant. Erst bei 109 km/h riegelt das ATV den Vorwärtsdrang ab, was beim Überholen auf der Landstraße eine willkommene Sicherheitsreserve darstellt. Zu den Specials von CF Moto zählt ein selbstständig sperrendes Hinterachsdifferential, das mit den 62 PS der 850er recht ordentlich zurechtkommt. Wer allerdings die 80 PS der 1000er auf das Ausgleichsgetriebe loslässt, erfährt so manches Mal eine Überraschung. Das sollte CF Moto zum Serienstart in Deutschland unbedingt noch verbessern. Die exakten Messwerte von Beschleunigung, Bremsen und Verbrauch folgen in der nächsten ATV und Quad Magazinausgabe. Ebenso der Vergleich mit den bereits am Markt befindlichen 1000er ATVs von Can-Am, Polaris und TGB, dem sich die C-Force 1000 als erstes ATV mit einem satten Liter Hubraum, das von einem chinesischen Hersteller produziert wird, nun stellen muss. Auf jeden Fall dürfte die C-Force 1000 in diesem Reigen mit ihrer umfassenden Ausstattung und einem Preis von rund 12.000 Euro für frischen Wind sorgen.